Heute wird einmal gebastelt. Ich habe hier noch von Blue Bricks so ein kleines Dankeschön, denn die Freundin hat ja mal eine Lok gebaut von denen, sieht man auch irgendwo in einem Weekly Vlog. Und wir haben jetzt hier im Dankeschön die kleine Giraffe. Und die werde ich jetzt mal bauen. Dafür machen wir den Spaß erstmal vorsichtig auf. Und da ist es offen. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, weil das sind ganz viele kleine Teilchen, dass uns da nichts irgendwie verloren geht. So, gucken wir mal. Ich habe übrigens die Anleitung dazu. Uiuiuiui. Neben mir auf dem Computer, die kann man sich auf Blue Bricks downloaden. Ihr kommt dahin. Schritt 1, die große gigantische Grundplatte mit 4x2 im Mini-Format. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt hier so im Fokus? Ja, sieht gut aus. Da kommen jetzt erstmal Füßchen. Bauen wir hier so gelbe aufeinander. Dann einmal gelb und braun in klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile sind das eigentlich. Es sind schon ein paar. So, gelb und braun. Nochmal gelb und braun. Da muss man halt auch echt aufpassen, dass einem nichts verloren geht. Denn wir wollen ja nicht, dass die gute Giraffe auf einmal ein Bein zu wenig hat oder sowas. Und jetzt brauchen wir noch einmal gelb auf gelb. Öppala. Uiuiui. So. Dann brauchen wir hier die Hauptplatte und dann müssen hier so die Beinchen quasi so. Und dann über Kreuz, so und so. Das kriegen wir auch hin. Drehen wir uns den Spaß mal hier rum. Das sitzt schon mal, das Beinchen. Das sitzt auch so einigermaßen. So. Dann das. Also das ist definitiv keine Arbeit für Grobmotoriker. Und das. Ah. Das sind die Füßchen. Die Füßchen haben wir also schon mal. Als nächstes kommen hier die zwei Hinterteile. Dum, dum, dum. So rum drauf. Na komm. Sitzt. Erst mal ein Fuß abgefallen. Na toll. So, sitzt. Ihr kommt wieder dran. Im nächsten Schritt kommen jetzt zwei so einer mit einem Pinöppel in der Mitte. Haben wir einmal das in braun. Bisschen für die Optik. Und dahinter noch so ein einer Pinöppel in gelb. Da hätten wir das auch schon. Und der Zweier oben drauf. Ha, einfach. Er sieht ja schon fast aus wie eine Giraffe. Also nicht wirklich, aber wir denken einfach, es sieht schon mal aus wie eine Giraffe. Ha, einfach Zweier. Ich glaube, wir bauen gerade den Hals. Noch ein Zweier. Und jetzt muss ich mal hier umblättern und gucken, wie es weitergeht. Verrückt, da kommt noch ein Zweier. Das wird ja richtig hoch, das Tier. Und dann kommt ja so ein Dreier. So. Also jetzt könnte es auch, keine Ahnung, irgendeine Radarstation sein oder sowas. Dann haben wir hier noch den Kopf. Halt, falsch rum. Der Kopf guckt normalerweise nicht in gleiche Richtung wie der Popo. Also umgedreht. Ja, komm. So. Ja, das macht deutlich mehr Sinn. Es ist ja auch ein Fummelkram.
Dann haben wir hier noch einen Zweier. Aufpassen, dass wir nicht den Hals abreißen. Unserer armen Giraffe. Das sitzt. Das ist der Rest Ersatzteile. Weil unsere Giraffe sieht jetzt so aus wie auf dem Bild. Tatsächlich, es gibt nicht noch mehr. Wir haben also quasi Ersatzteilchen dabei. Kann man quasi die Giraffe noch erweitern, wenn man das möchte. Aber wie ihr seht, die Giraffe sieht so aus wie auf dem Bild. Ich zeige euch das jetzt noch mal von nahen. Die Giraffe und rechts im Bild die gebaute Giraffe. Ich sehe gerade, da ist das braune einmal oben, bei mir ist das braune einmal unten. Das ist auch egal. Es ist ja trotzdem die Giraffe. Hier gibt es übrigens noch so andere Sachen. Pinguine, Schildkröte, sogar hier oben so ein Vogel. Ist schon interessant.